Hey Leute, du und willkommen zurück. Liebe Leute, ich habe eine Sekunde vor Aufnahme gesagt, dass ich irgendwann jetzt gleich noch rülpsen muss. Ja, war jetzt etwas ungünstig. Willkommen zurück zu Operation Raccoon City Resident Evil. Echo 6 DLC, wir sind in der fünften Mission. Die Wurzel des Bösen. Echo 6 nähert sich der Umbrella-Anlage und ist in ständigem Kontakt mit dem Kommando. Das Team ist vorsichtig, da sich keiner sicher ist, was das Team dort vorfinden wird. Oh, ich habe vorhin Pommes-Döner gegessen, also so eine Box mit Döner und Pommes. Mega geil. Aber die Sache ist, ich habe das mit Knoblauch gegessen und das rieche ich gerade bei dem Rülps. Oh, geil. Oh. Das muss jeder wissen, Drew. Ja. Drück auf bereit. Ja, ich rieche es jetzt schon. Drück auf bereit. Drück auf bereit. Ich bin bereit. Nein, nicht auf bereit. Okay, also jetzt muss ich wieder sprechen. Nach dem Ladevorgang natürlich. Ey, was ist denn gerade los? Ich spüre schon wieder, wie sich was aufbaut in meinem... Ja, sehr. Sehr langer Aufbauvorgang, du bei dir. Irgendwann während des Parts muss ich... Ja, das ist ein wunderschöner Part. Qualitativ hochwertig, ja. Nicht lustig. Nicht. Umbrellas unterirdische Anlage muss hier sein. Such den Eingang in der Kanalisation. Alles klar, Zentrale. Wop. Okay. Ui. Hübsch. Ah, das ist ja genau hier, wo wir gerade Birken gekillt haben, ne? Let's go. Wirf Birken. Ja, genau hier. Oh fuck, Moment, ich spiele gerade mit Maus und Tastatur. Moment, Controller. Okay, hier. Könnte ich eigentlich auch mal machen mit Controller spielen, aber irgendwie müsste ich dann Batterien von unten holen und darauf habe ich irgendwie keine Lust. Oh nee. Oh, guck mal, jetzt dürfen wir wieder Fackeln werfen. Ja, ich mache einfach mein Nachtsichtgerät an. Das hast du nicht, aber ich habe das. Dafür Fackeln, hier, wo ich nicht weiß, wie man sie... Ja. Willst du wieder durchrushen? Ja. Ja. Oh, das Licht hier sieht übelst geil aus. Ich mache die Gegner gerade einfach zu unseren Freunden, ja. Nein. Boah, wie schnell ich das nachlade. Oh. Ah, hier ist ein Air-Silver-Spray, das nehme ich einfach mal mit. Voll freigeschaltet, anhänglich. Anhänglich, ach so. Mann, wie kann ich das denn weglegen? Wie kann ich das denn weglegen? Ich krieg meine Waffe nicht mehr weg. Gar nicht mehr. Ah, hab. Boah, alles klar. Moment, der Game Sound ist mir gerade ein bisschen zu laut. Kleiner Augenblick. Noch leiser kann ich aber nicht machen. Okay. Ich brauche Muni, ich habe keine Muni mehr. Ja, dann holen wir uns welche. Hey, was liegt denn hier noch? Finger des Todes, ADG 36. Meins. Joa. Nimmst du dir noch Fackeln mit? Ja. Werden sie abfackeln. Oh Scheiße. Echo 6 to command. We have reached the Umbrella facility. Requesting mission update. Roger, Echo 6. Your mission is recon and information retrieval. See if you can locate. Schieß langsam, mach dich an. Ja, genau. Ich habe auch mich entschieden, mal nicht die Ravenger mitzunehmen, sondern mal wieder die Hammer, weil die einfach noch 2 Punkte mehr Schaden macht. Hat so weniger Blutrausch und weitaus geringere Feuerrate, aber... Aber muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Ne, genau. Dafür macht's halt Battlefield gab's doch auch die G3 und die G3 war auch richtig geil. Wo, was? Wo die... Im Battlefield 3 gab's ja auch die G3... Ja, genau. A1? Nein! A1? Ich glaube... Da war's A3. G3 A3? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Ich glaube G3 A3. Oh, ich glaube die G3 auf jeden Fall. Die war auf jeden Fall super. Ja. Die richtig gerne gespielt. Muss ich auch mal wieder anwerfen. Boah, da ist immer so viel runterzuladen. Ja, ne, deswegen. Und das Problem ist, ich habe das ja damals irgendwie auf Russisch gekauft. Oh, und, ja. die Sache ist, die ganzen Deutsch-Patches gehen nicht mehr.
Oh, süß, hat bestimmt aufgehört, Game. Ja, ja, total. Ich hätte gar kein Problem damit, wenn ich ehrlich sein soll. Ich schon. Kein Problem damit. Brauchst du vielleicht ein grünes Kraut hier? Da hat gerade so ein Gegner eins gedroppt. Oh, nö, kein Bock zu dir, jetzt wieder zurückzurennen. Okay, mein Kraut. Ja. Oh, das ist so cool. Ich habe so ein Ding, bei dem ist so wie Nachtsicht. Und die Sache ist, da sehe ich die HP der Gegner. Also die Gegner färben sich immer roter, je weniger HP sie haben. Das ist ziemlich cool. Ja, sie sind erst übelst grün und je weniger HP sie haben, desto roter werden. Ah. I understand. Hat das einen Cooldown? Nö. Kann ich die ganze Zeit benutzen. Das ist meine passive Fertigkeit. So, cool. Ja, das stimmt. Ich habe eine passive Fähigkeit, dass ich 100% schneller nachlade. Ja, stimmt. Ist auch geil. Ja. Also quasi doppelt so schnell. Ja. Das ist richtig genial. Auch vielleicht Bruchteil einer Sekunde, um nachzuladen. Und dafür schieße ich auch mehr und verbrauche mehr Munition. Das ist richtig. Ja. Aber was soll's. Aua. Ich brenne irgendwie. Warum brenne ich denn so? Hä? Ja, danke Spiel. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich habe die Pfeiltaste nach oben gedrückt. Das ist eigentlich Nachtsicht. Und stattdessen benutzt er irgendwie ein Erste-Hilfe-Spray, obwohl ich das nicht gedrückt habe. Ich habe keinen Erste-Hilfe-Spray mehr. Ja, ich habe gerade eben mein einziges benutzt. Das ist toll. Nee, Moment. Ich hatte auch noch keinen. Das hast du ja aufgenommen, das stimmt. Ja, genau. Ich komme mal zu dir. Ja, ich bin jetzt gleich tot. Weil hier irgendwas packt hier gerade rum. Ich habe jetzt auch den Erfolg anhänglich freigeschaltet, aber keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust zu gucken. We are also a pioneer in biological and genetic research. Okay. As one of Umbrella's specialized researchers, you will be working extensively with our T-Virus. This groundbreaking virus can be used to create bioorganic weapons as varied as our clients' needs. The MA-121, the T-103, and the new TO-2 Nemesis are just a few of our cutting-edge products. Huh. Holy shit. Now the greatest minds at Umbrella have made a recent breakthrough into a new virus strain called the G-Virus. Only a select few will be chosen to conduct research with it. The G-Virus will make us the leaders in modern warfare and present a benchmark in scientific discovery that will be more significant than the polio vaccine or the atomic bomb. Here you go, Command. One facility schematic. Roger, Echo 6. Schematic received. The T-Virus started this outbreak. The G-Virus could make it so much worse. Affirmative. We need a sample of that G-Virus. Check that BOW programming lab. It's our only lead. Das machen wir. Vier Datensätze. Dann hol sie dir. Ab. Ja, nice. Da, 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 da. Ah, hier liegt noch ein Laptop, wenn du noch Zeug willst. Genau hier. Wo ist es? Ah. Sound EP, ein Galeriegegenstand. Ja, hatte ich auch. Erleuchte mal ein bisschen den Raum. Und die Gegner erleuchte ich mal mit. Hier ist eine große Munibox, wenn du willst. Und noch mehr Datensätze. Munibox, Munibox. Oh shit. Oh shit. Das wird schmerzhaft. Soldaten und Geschütze, ja, ganz geil. Vor allem, wie die das gesagt hat, die Frau, als könnte man sich so Nemesis kaufen. So. Hätte gerne einen für 1,99. Au, 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 au. Au, au. Au, au, au. Deckungsfeature ist an manchen Stellen richtig verbuggt. Das ist richtig, das Spiel ist an manchen Stellen etwas verbuggt. Und die Gegner da hinten schlucken etwas viel. Leute, wo kommt ihr denn jetzt her? Oh, ich bin tot. Ich wurde plötzlich von hinten angegriffen, weil die einfach durch die Wände wieder gelaufen sind. Machen die Viecher denn hier? Kriegst du mich wiederbelebt? Ja, ja. Du liegst perfekt da eigentlich. Hallo? Darf ich mit dir interagieren? Hallo? Will? Ah, jetzt hier. Genau hier. Ja, genau da habe ich gestanden. Ja.
Ich merke gerade, die haben mich auch gerade ein bisschen überrascht. Ja, richtige Hurensöhne, toll. Jetzt hat, ich hatte so viele Antivirus-Sprays, die sind jetzt einfach alle weg. Ich hab einen. Oh, schon wieder! Genau, geh einfach so. Danke, Harley, hätte der mich jetzt nicht geheilt, wäre ich gestorben. Ach, das war Harley, okay, cool. Ja, aber ich hätte auch geheilt. Da. Irgendwas wurde ich weggestoßen, ich weiß aber nicht. Ja, die haben eine Shotgun. Handgun. Ich nehme die mal mit. Ey, jo. Mini-MP. Oh, ich glaube, ich bin in eine Sackgasse gerannt. Unter dem Geschütz im Raum. Komme ich nicht wieder beleben. Ja, oben geht's weiter. Soll ich mal versuchen weiterzugehen? Ja, auf jeden Fall. Hol mich nicht wieder. Hol mich nicht wieder. Geschützturm deaktivieren. Ja, genau. Jetzt kannst du mich wiederholen. Oh ne, hier ist auch Sackgasse. Ne, warte, ich starte jetzt. Genau, ich guck dir gerade zu. Now come and get me. Runter und dann links. Ja. Ungefähr da beim Exit, ja. Ja, ich muss nochmal links. Genau. Und dann jetzt hier rechts rum und da und die Treppe runter liege ich links. Ich dachte, hier wäre dieser Knopf zum Ausschalten. Aber nee, der war direkt darüber. Ja. Ich hab noch einen Erste-Hilfe-Spray. Ja, nee, lass erstmal bleiben. Gegner. Ah, das Labor kennen wir ja. Ja, das kennen wir. Sind wir nicht hier sogar ein paar Mal gestorben? Ich weiß nicht, aber wir haben auf jeden Fall gegen den Nemesis gekämpft. Gut, dass ich hier eine Schrotflinte. Meine Schrotflinte ist übrigens golden. Sag mal, ja. Nein, weil wegen meinem Effekt. Wenn ich meine. Achso, ja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen bei dir, wenn das glänzt. Richtig genial. Danke, Harley. Jo, allerdings. Wer ist dein Char nochmal? Ich vergesse den Namen deines Chars mehr. Ich glaube Shona oder so ähnlich. Ja, genau. Ich habe noch Datensätze gefunden. Nice. Gerade so in der Reichweite von der Spukpunkte. Mach auch gerade so Schaden. Was? Oh, hier war noch einer in der Deckung. Ah, Arschloch. Arschloch, wiegst du Hurensohn. Oh, jetzt kommen hier wieder die Viecher. Granate! Ich werf mal ein paar Granaten. Ja, habe ich auch, aber mit einer habe ich mich gerade selbst gekillt, fast. Oh. Wäre ich nicht noch rechtzeitig entkommen. Was ist das hier? Eine Splittergranate. Was ist das hier? Keine Muni mehr. Mist. Da fliegt da ein Kraut direkt neben dir. Ja. Ich nehme jetzt trotzdem meine leere Waffe mit, weil ich auf eine Munitionskiste hoffe. Was ist hier? Oh, hier ist eine Munitionskiste, genau hier. Da hinten, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Oh, und eine Brandgranate, ein Erste-Hilfe-Pack, ein Sturmpumpgun. Ich glaube, der ganze Stuff war hier beim letzten Mal auch. Ja, das stimmt. Datensätze hast du übersehen noch? Ja, waren da Datensätze? Wo denn? Im Regal. Oh, ja, da habe ich nicht reingeschaut, das stimmt. Nicht stimmt. Na, wie kann ich immer den Kamerawinkel ändern? Also hier so die Seite, wo ich über die Schulter gucke. Wenn man an die Laser geht, dann verbrennt man. Ja, ich weiß. Ach, hier oben. Wir müssen nämlich alle Gegner killen, aber es war niemand mehr da, deswegen ging es nicht weiter. Ah ja, jetzt geht's auch weiter, alles klar. Alle Verblendungsspieler müssen anwesend sein. Treppe hoch. Ah, okay. Alles klar. Guten Tag. Guten Tag. Ach, du schon wieder. Sherry. My God, she's had the G-Virus all along. Too bad we didn't have this information earlier. You have to find Sherry, but first, stop the programming sequence before it's finished. We don't want that tyrant after her. Huh? Ach! Ja, das war ja klar. Yep. Die Aufklärungsklasse kann die Programmierung durch Hacken des Computers aufhalten. Na toll. Danke, dass unsere Aufklärung so viel gemacht hat. Egal, wir töten halt einfach. Okay, wir können das Spiel, glaube ich, nicht töten. Wo
Wo lang? Tür raus und dann... Ach, die Tür ist offen. Vorhin war sie nicht offen. Datensatz! Da sind ein paar Gegner. Ja, ich merk's. Aber ich sprint mal vorbei, weil ich will die Quarantäne direkt auslösen gehen. Ich versuche ein paar zu dezimieren. Jo. Shotgun geht das ziemlich gut. Du gehörst mir! Okay, ich habe so einen Krokodilmenschen zum Verbinden gemacht, ja. Oh, cool. Dann werde ich den auf jeden Fall nicht angreifen. Partygirl ist tot. Vielleicht kriegst du die wiederbelebt, aber ansonsten... Nee, ich bin jetzt gerade auch bei dir. Okay, weil sind ganz viele Datensätze, ja, mega. Und ganz viele, ein Laptop. Ein Laptop. Hier sind so Bücher, was kann man mit den Büchern machen? Die glänzen. Drück. Gar nichts, erstmal. Oh, lol. Gut, dass Harley und Partygirl noch da draußen waren. Kein Problem. Das kommt ja früh. Das ist ja so geil, weißt du, erst so alles wird zerstört, alles brennt nieder und dann, ja, alles Personal sollte bitte evakuiert werden. Aber ich kann wieder nicht mehr aufstehen. Ich werfe eine Blendgranate. Bringt leider nichts, leider. Na doch, die Zombies sind. Mir wurde das Genick gebrochen von dem Typen. Ich konnte mich nicht drehen. Ja, eine Animation. Ich hab's gesehen. Versuch den Typen mal ein bisschen wegzulocken. So. Du. Guten Tag. Ich werde mal so einen Krokodil-Typen nochmal hier freundlich machen. Aua. Ich werde den anderen Krokodil-Typen mal töten. Eieieiei, hier explodiert gerade minimal ein bisschen was. Es funktioniert nicht jetzt. Jetzt hast du gerade gekriegt. Ja, ist mir egal. Let's go. Oh, wait. Ah, geh weg. Danke. Schwarze Karte? Mann, beleb mich einfach wieder. Weißt du, du bist hier verantwortlich. Das ist eine schlechtere Statistik. Beleb mich wieder. Ich kann dich nicht wiederbeleben, wenn der Typ direkt neben dir steht. Dann geh weiter. Nein. Kommst mit. Komm schön. Dann bin ich wieder in der Hand. Alles klar, dann renne ich jetzt weiter. Wo ist die Karte hin? Ich hab sie. Okay. Das ist doof, diese ganzen Key-Items verliert man nämlich immer, wenn man stirbt. Das ist total schön. Was war da drin? Nicht ein Erste-Hilfe-Kit. Erste-Hilfe-Spray. Oh, nee. Oh, really? Ja, ich hetz die aufeinander. Okay, sind jetzt beides unsere Verbündeten. Das einen nice. Killen. Ja, die kloppen sich jetzt gegenseitig. Nee, kloppen sie nicht. Sind ja beide unsere Verbündeten. Wollten wir die Teile nicht töten? Ja, ich bin doch die ganze Zeit dabei. So. Ja, das war's wohl. Geht's weiter? Momentan nicht. Jetzt. Ah, jetzt. Oh, aufpassen, der Typ. Mit dem Fahrstuhl. Ich noch nicht. Ich laufe. Gut, dann renne ich nochmal zurück, weil da ist noch ein Laptop. Okay, bin wieder drin. Okay, ciao Harley, ciao Party Girl. Ihr schafft das doch schon. Allein. NP. Schaffen sie schon, die spawnen nach. Ich glaube, wir haben hier unseren Endboss schon. RIP. Hashtag der Kills, Hashtag der Tode. Wie ist so, wegen dir habe ich da jetzt ein C bekommen, sonst hätte ich ein B bekommen. Jetzt mal. Ist so.
Ich hab SSCS, ich hab A. Ja. Ich hätte CCSS am B. Mann, warum muss man denn hier noch 2 Sekunden warten? Aber schön, das Level war irgendwie kürzer als die anderen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, ich aber auch. War echt kurz das Level. Und dann sind wir im nächsten Level an Orte, an denen wir sterben sollen. Echo 6 hat herausgefunden, wie wichtig Sherry Birkin ist. Allerdings ist jede weitere Suche und Rettung unmöglich, bis Echo 6 sich um die Basis des Umbrella Security Services gekümmert hat. Und da sind wir zum nächsten Part wieder im 6. vorletzten Part. Bis dann und tschüss. Tschüss.